Also die Waffe ist schon mega geil, das muss man schon sagen. One-Hit gegen so ziemlich jeden Gegner. Jetzt gucken wir mal, was die noch so dabei haben. Ach du Scheiße. Lederrüstung, Sturmjägerhut. Wir könnten ja eigentlich mal... Das könnten wir echt mal machen, das nehme ich mal kurz mit. Und zwar... Der trägt natürlich jetzt den Feuerwehrhelm. Sie werden bestimmt fair und gerecht so, und zwar kriegst du von mir diese Rüstung. Wo haben wir die denn jetzt? LLL, Lederrüstung. Hey, keine Sorge wegen mir, Boss. Oh, Mist. Der abgehalfterte alte Mann schleppt natürlich mit Leichtigkeit ihren ganzen Kram. Ungelogen. Hey, keine Sorge wegen mir, Boss. Der abgehalfterte alte Mann schleppt natürlich mit Leichtigkeit ihren ganzen Kram. Ungelogen. So, jetzt geht's. So, jetzt trägt er nämlich die Lederrüstung. Das heißt, er hält schon mal ein bisschen mehr aus als vorher. Das ist gar keine so blöde Idee. Jetzt sind wir natürlich... Nee, wir sind gar nicht überladen. Ich dachte schon. Sturmjägerhut. Nee, weg damit. Dann müssen wir nochmal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas zum Kombinieren haben. Ja, die Revolver, dachte ich mir doch. Zack. Und die Revolver auch noch. Zack, so. Perfekt. Tragt ihr noch irgendwas bei euch, Freunde? Ein Buttermesser, das ist natürlich super. Oh. Hoch immerhin. Warum nicht? Erntesack, nee, brauchen wir nicht. Munitionskisten nehmen wir auch mal mit. Boah, na super. Ah, scheiß Mate X. Also ich habe eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir nie wieder Mate X oder ich kaufe mir eine ganze Menge Mate X, damit uns der Anzug permanent damit versorgt. Vielleicht wäre das ja nicht mal so blöd, aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es mit dem Anzug nicht so geil gelöst. Vor allem, weil er uns einfach immer Mate X reinhaut. Egal, was passiert. Wenn es zum Kampf kommt, zack, Mate X. Wir sind in der Überzahl. Mate X. Egal. So, und ich wollte doch eigentlich die Rüstung suchen. Mist. Ah, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Und wir müssen immer noch da hoch. Und ich glaube, wir müssen echt die Straße da hinten nehmen, ne? Dann gehen wir halt mal da nach hinten. Ich stecke die Waffe mal wieder weg. Und wenn ich jetzt sprinten könnte, boah, was würde ich dafür geben, ganz ehrlich. Können wir da rein? Nee. Nee. Zu schade. So. Ich schaue mich hier irgendwann anders mal noch genauer um. Aber es gibt sowieso so viel zu erkunden, das weiß ich nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Da kommen wir dann wahrscheinlich nicht unter 1000 Folgen weg, Freunde. Vor allem, wenn wir dann noch alle Nebenmissionen und alles machen, das ist dann schon, boah, schon ein bisschen heftig. Was haben wir da hinten? Das ist gar nichts anscheinend. Zumindest kein, ah doch, es ist ein Ort, Mist. Dann gehe ich da halt noch schnell hin und erkunde den Ort noch schnell, wenn wir sowieso schon hier sind. Oh, hier sieht es ein bisschen gruselig aus. Mit diesen zerstörten Bäumen, kaputten Bäumen. Aber ich glaube, die kommen sowieso vom Mod, ne? Das sind gar nicht vom eigentlichen Spiel. Tumbleweed Ranch. Ach komm. Hallo? Jemand da? Aber es ist auf jeden Fall Diebstahl, hier was mitzunehmen. Das heißt, hier müsste eigentlich jemand leben. Da liegt einfach mal ein Strohballen auf dem Bett. Anscheinend lebt hier doch keiner mehr. Aber hier gibt's auch anscheinend nichts, ne? Strange. Viehtreibestab, das brauchen wir nicht. Lügen wie im Kongress. Das ist ein Buch, ne? Ja, sie haben Karma verloren. Ja, ach komm. Lügen wie im Kongress, das macht doch... Was erhöht denn das nochmal? Hilfsmittel, Lügen wie im Kongress. Wo ich alleine schon den Titel des Buches mega geil finde. Sprache um 3 erhöht. Einfach, weil es wahr ist, Freunde. Einfach, weil es wahr ist. So.
Jetzt gehen wir weiter, die Straße entlang. Komisch, dass es hier jetzt nichts gab. Vielleicht kommen wir ja später nochmal hier hin. Schauen wir mal. So. Jetzt muss ich natürlich wieder auf die Map wechseln. Ach, wir sind schon da! Das ging aber schnell. Hier ist schon die Abzweigung nach oben. Dann gehen wir nämlich jetzt hier hoch und dann müssen wir da oben irgendwann links. Jetzt bin ich bloß gespannt, ob die Straße hier bewacht wird von irgendwem oder nicht. Denn wir kommen jetzt ins Gebirge. Zumindest kann man so Gebirge sagen, ne? Ja, es ist schon ein Gebirge. Und da... Wetten, dass noch niemand so unbemerkt war wie ich? Ja. Besorgt dir lieber mal eine neue Sprachausgabe. Wobei ich die Stimme ja ganz sympathisch finde, aber den Rest, naja. Ich meine, es ist ein Anzug, also, ne? Oh, und davon ist ein Ort. Was haben wir denn hier? Ruby Hill Mine, Silver Peak Mine. Anhängerunterschlupf. Ah, die Anhänger der Apokalypse sind also auch hier oben. Und Feinde vor allem. Also links ist irgendwo der Anhängerunterschlupf. Und rechts ist die Mine. Dann gehen wir mal kurz zur Mine, aber ich gehe da jetzt noch nicht rein. Ich will das zur anderen Mine und mir den Helm besorgen. Ich dachte, dem ist ja ein Feind. Vor allem ist hier auch noch irgendwo ein Feind, aber ich weiß nicht wo. Und ich weiß auch nicht, was für ein Feind. Es könnte sonst was sein. Und ich schleiche mich jetzt hier auch nicht durch die Gegend, weil das sowieso egal ist. So, die Mine haben wir entdeckt. Ach, so. Nimm das. Es wird. So. Den hat's erwischt. Boah, wie die Viecher aber auch aussehen, die Großhörner. Ih, Alter. So. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Ich lasse jetzt einfach mal den Anhängerunterschlupf Anhängerunterschlupf sein und gehe weiter. Ich glaube, der liegt da auch irgendwo hinten dran, hinter dem Felsen. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt... Auf jeden Fall kommen wir jetzt der Mine immer näher. Na? Slow Motion. So. Ich glaube, da oben ist die Mine, ne? Nee, auch nicht. Da vorne ist die Mine. Boah, Freunde, das wird jetzt mega episch. Ich hoffe, wir schaffen das, ehrlich. Also das wäre jetzt der Wahnsinn, wenn wir uns jetzt den Helm besorgen könnten. Da wäre ich mega glücklich drüber. Und wir kommen natürlich jetzt auch zuerst zur Mine und dann zum Unterschlupf. Ganz ehrlich, dann gehen wir jetzt auch erst zur Mine, wenn die Mine näher ist. Und tatsächlich, wir kommen ins Gebirge. Sehr, sehr geil. Ich liebe dieses Gebiet einfach hier in New Vegas. So ein schönes, großräumiges Gebiet. Und da oben ist ja noch Charleston, Jacobstown. Da steht ja noch eine ganze Stadt. Da müssen wir ja auch noch hin. Und da gibt es wieder 1 Million Nebenquests. Und boah, Alter. Naja. Da oben ist auf jeden Fall jetzt die Mine. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, habe ich ja echt. Muss ich ja zugeben. Ach, Großhörner. So. Komm schon, weg aus der... Ah, Slow Motion. Der reagiert überhaupt nicht. Oh. So. Wir haben genug Munition. Es sieht gut aus. So. Silver Peak Mine. Jetzt gucke ich mal, ich glaube. Ja, F5 war schnell speichern, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt rein. Puh. Ich weiß jetzt auch nicht, wie tief diese Mine ist. Ach, hier kommen wir jetzt rein, okay. Da ist noch eine Werkbank. Natürlich liegt hier wieder Muni rum. Es ist auch ganz klar, wieso hier Muni rumliegt. Die brauchen wir nämlich.
Liegt ja überall Muni rum. Alter, Raketen und alles. Wobei, die Munition können wir ja mal mitnehmen. So. Oh Mann, Freunde. Wenn ihr wüsstet, was ich wüsste. Ich bin jetzt aber echt mal... Oh, Speerrüstung. Okay. Schleichen plus 5. Hm. Ich glaube, an dem Feind, der uns da erwartet, an dem können wir uns definitiv nicht vorbeischleichen. Das wäre dann ja auch zu einfach, vermutlich. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. Boah, ich hoffe, die Mine ist nicht so ewig lang. Boah, Freunde. Und wir sind jetzt hier. In der Düsternis. Der Silver Peak Mine. Zusammen mit Raoul und EDE. Und müssen uns einem Feind stellen, einem altbekannten Feind. War da was? Ich habe etwas gehört. Und ja, hier in der Silverpeak-Mine lauert ein alter Feind. Ein... Ja, wie sagt man? Ja, und da sind sie schon. Die Ersten. Die Kessadors. Wegen meines grauen Stars sehen sie nur ein bisschen wie böse Blumen aus. Lasst uns standhalten. Ich würde jetzt standhalten. So. Und ja, wir machen Jagd. Wir haben lange niemanden mehr gesehen. Wir machen Jagd. Auch die Monstertarnanzüge. Auf den Ursprung. Oder na, den Ursprung kann man nicht sagen, aber wir machen Jagd. Auf die Heimat der Kessadors. Ja, denn das ist der erste Feind, den wir uns stellen müssen, aber nicht der schlimmste. Hier in der Höhle ist es der schlimmste, aber ich sag's mal so. Ja, wie sag ich's am besten? Der schlimmste Feind wird uns dann begegnen, wenn wir uns auf der Suche nach der Rüstung machen. Und der schlimmste Feind ist... Davon ist wahrscheinlich einer... Also es sind mehrere. Und davon ist wahrscheinlich einer heftiger als alle zusammen hier in der Höhle. Das wird ein Spaß. Aber gut, beschäftigen wir uns erstmal noch gar nicht damit. Ich hau mal noch ein Turbo rein. So. Ah. Jetzt können wir hier nämlich die Zeit verlangsamen. So. Und die Waffe ist natürlich ultra effektiv. Oh, jetzt ist es weg. Mist. Es hält leider nicht so lange an. Und ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo denn unser Mega-Feind jetzt ist. So, ich hoffe, die kommen jetzt. Achtung. Fertig. Oh, Mist, die kommen. Gut, wollte ich ja auch eigentlich, dass sie kommen. Wieso sage ich Mist? So. Ihnen ist ein wenig schwindelig. Oh nein, ich bin vergiftet. Kampf zu Ende. So. Da kommt der Letzte. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Naja, nicht wirklich. Und da vorne geht's weiter. Das war's. So. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich Gegengift dabei? Weil ganz ehrlich, wir kämpfen gegen Kessadors. Mist, da hätte ich dran denken müssen. Ich wusste ja, dass es Kessadors sind. Achtung, fertig, kämpfen. Oh nein, wir haben kein Medix mehr. Ich weiß. Aber wir kriegen die trotzdem gut weg. Also viel besser, als ich gedacht habe. Boah, da kommt schon der Nächste. So. Oh oh. Und die bringen auch verdammt viel Erfahrung, ne? Das muss man echt sagen. Ich glaube, hier ist er, ne? Da ist er. Ja, ja. Zeit für noch das mehr ist er. Kampf, ich weiß. Ja, das ist er. Fertig. Komm schon. Oh, aber der. Ein Schuss, fast die Hälfte runter. Oh, der kommt her, glaube ich. Wir müssen den erst erledigen. Wenn wir den erledigt haben, ist es vorbei. Wenn wir den erledigt haben,
ist es der ultimative Sieg, aber ich glaube, der backt gerade ein bisschen rum. Leb wohl. Komm schon. Mist. Stirb endlich. Ja. Oh, das war viel, viel einfacher, als ich gedacht habe. Und wir haben ihm noch den Kopf abgeschossen. Damit wäre der legendäre Cazador auch erledigt. Damit der schlimmste Cazador-Gegner, den es gibt. So. Wir sind, glaube ich, echt gut ausgerüstet, muss man schon sagen. Also, gut, wir sind noch Level 36, also von daher. So. Kurz schnell speichern. So. Powerhelm der Versprengten. Yes. Zwei Hydras noch dazu. So. Wir gucken noch schnell hier rein. Ah, da ist ein Stimpack drin. So. Wenn man hier halt zu früh hingeht im Spiel, dann wird man halt gleich niedergemacht, weil die Gegner sind echt hart. Wir haben jetzt halt echt nur gewonnen, weil wir total overpowerte Waffen haben. Das ist halt... Okay, der ist sogar... Schadenswiderstand 7. Muss ich gerade mal kurz gucken. Ja gut, das ist echt... Ja gut, das ist klar. Gewicht 1. Der ist sogar weniger wert. Ich trage den trotzdem. Mir gerade egal. Nice. So. So. Haben wir Teil 1. Wobei, das machen wir jetzt... Tragen wir den jetzt schon? Ich meine, okay, das ist leichte Rüstung sogar. Das ist ja ein Witz. So, also wir haben jetzt einen Helm. Damit wäre Challenge Nummer 1 schon mal geschafft. Das ist natürlich geil. Das war jetzt viel, viel einfacher, als ich gedacht habe. Jetzt gucken wir mal. Jetzt looten wir noch den legendären Cazador. Ist hier noch irgendwas? Nee. Den legendären Cazador looten wir jetzt noch. Und dann gehen wir weiter zu den schlimmsten Feinden. Bin ich mal gespannt. Das ist er nicht. Da in der Höhle war er, ne? Ja, da oben liegt er. Der legendäre Cazador. Ein bisschen kopflos heute. Cazador Giftgrüße. Wow, das war episch. Das ist schon ein Riesenvieh. Naja, auf jeden Fall ist er tot. Und wir können von hier verschwinden. Ich glaube, ich laufe falsch, ne? Da müssen wir lang. Perfekt. So. Und als nächstes muss ich mal kurz gucken. Das wird ein bisschen längerer Weg wahrscheinlich. Und da begeben wir uns dann in das übelste Feindterritorium. So. Raus hier jetzt erstmal. Zack. So. Jetzt gucke ich mal. Und zwar, wir müssen zur Techeti-Cup-Mine. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Aber ich glaube, ich... doch, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo sie ist. Entweder hier unten oder... ich glaube, sie ist hier unten, ne? Da ist sie. Ja. Oh, da sind wir sogar ganz in der Nähe. Verschieben. Gehen wir gleich nach Nelson. Und von Nelson gehen wir dann direkt dahin. Okay. Na? Nelson? Wow. Halleluja. Huch. Was ist denn hier los? Die RNK? Ach stimmt, wir haben ja die RNK hier das letzte Mal reingeführt nach Nelson und die Stadt erobert. Ich erinnere mich. So, und jetzt müssen wir da lang. Zu der Mine. Aber die Mine ist eigentlich nicht unser eigentliches Ziel. Also die Rüstung ist nicht in der Mine. Aber die Mine ist unser Ausgangspunkt. Und da müssen wir dann einen Weg ablaufen. Und sobald wir das gemacht haben... Leck mich. Mist. Egal, wir haben kaum Schaden gekriegt. Ich hoffe, hier liegen nicht noch mehr Minen auf dem Weg. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber wir müssen jetzt einfach zum Ende dieser Straße. Boah, jetzt bin ich echt mal gespannt.